Ja, also 2011 war meine erste WM. Und eigentlich ganz unverhofft für mich. Ich habe eigentlich überhaupt nicht damit gerechnet. Ich bin auch erst nachgerückt nachher eigentlich. Und durch das, ich bin natürlich mega happy gewesen, habe ich das können miterleben. Ist klar gewesen, habe ich nicht eine grosse Rolle gehabt in all dieser WM. Aber für mich als, was bin ich, 21, war es ein super Erlebnis gewesen. Ich habe ein Länderspiel gespielt und schon stand ich an einer WM. Und habe das einfach alles mega aufgesogen und mega Freude gehabt. Ich habe einfach probiert, alle irgendwie zu unterstützen. Klar, ich habe auch ein Spiel gespielt. Aber meine Rolle war eigentlich klar, ich muss schauen, dass es der Heidi gut geht. Ich habe einfach probiert, alle zu unterstützen, sei es mit Flaschen füllen, Tüchle bringen, Stöcke übertragen, was man halt so macht. Und dann einfach so probiert, alle zu unterstützen. Wie ich an die WM gekommen bin, ist mir noch sehr präsent, halt eben, wie das Telefon geläutet hat. Und wie ich nachher schnell mein Zeug so packen und am gleichen Abend noch einrücken, in St. Gallen an den Bahnhof gestanden bin, abgeholt worden bin. Und das ist mir noch mega fest in Erinnerung. Klar, das Spiel selber auch in diesem Moment. Aber für mich ist es mehr so, oh, ich darf dort dabei sein, ich darf mit dem Team alles probieren. In diesem Moment ist mir sehr geblieben. Ja, es war nicht ganz einfach. Also, Helen Bircher hat sich ja leider verletzt dort. Und durch das hat mir dann der Figueroa auch angerufen und gesagt, ich soll meine Sachen packen und kommen, so schnell wie möglich. Und ja, das war eigentlich nicht einfach. Ich freue mich natürlich mega, aber für eigentlich alle anderen vom Team ist es sehr ein trauriger Moment. Und das ist dann die Ankunft im Hotel ist wirklich schwierig gewesen, wie gehe ich mit dieser Situation um. Aber nachher bin ich eigentlich super aufgenommen worden. Am nächsten Tag und morgen sind alle für mich auch da gewesen. Und ja, einfach der erste Moment war nicht ganz einfach gewesen. Ja, es war extrem bitter gewesen. Es war, glaube ich, auch mega knapp gewesen, was ich noch weiss. Und alle am Boden zerstört. Weil wirklich alle wollten unbedingt noch Bronze holen und dann hat es halt vielleicht nicht gelangt. Das war schon ein sehr bitterer Moment, der sich auch noch durchgezogen hat die nächsten Tage eigentlich. Aber ja, jetzt kommt ein neues Kapitel, jetzt werden wir sich wieder angreifen, denke ich. Man weiss ein bisschen, wie es abläuft, man weiss, dass das Medieninteresse grösser ist, als wenn man irgendwo in Tschechien oder Schweden oder sonst wo spielt. Und ich glaube, das hilft mir schon. Aber ich glaube, allgemein hat sich das Unihockey auch so entwickelt, dass auch in der Schweiz an einem Finalspiel oder auch schon in den Playoffs eigentlich das Interesse gross da ist. Und darum glaube ich, es hilft sicher, aber das Unihockey hat sich so entwickelt, dass es auch einfacher wird für uns Spieler.